Wo warst du denn so lange? Im Supermarkt war's Jenny, voll. Jenny, Naina ist gekommen. Gib mir das mal, sonst fällt's noch runter. Jenny? Ich mach das schon. Warte, Vorsicht. Nur eine Prise, sonst wird es zu scharf. Danke, Armin. Wofür weißt du mir? Ich will doch nur meine künftige Schwiegermama beeindrucken. Stimmt's, Engelchen? Du bist so süß. Und du auch. Da bist du ja. Ah, da ist sie ja. Sie will bestimmt auch helfen. Ach, übrigens habe ich vergessen, einen Rohit hat angerufen. Es wird heute etwas später werden. Netter Typ, dein Freund, ne? Ein Bekannter. Mama, wir müssen unbedingt mal reden, aber oh, allein. Die Großen müssen reden. Was gibt's denn? Hm? Mama! Was? Was tust du denn, Naina? Mama, ich darf mich vorstellen, Amans Mutter. Oh, namaste, namaste, Onkel Chada. Ist Lachuchi denn nicht da? Manchmal haben wir eben auch ein bisschen Glück. Sehr witzig. Mama, Naina. Wessen Haus ist das hier? Naina. Mein Haus. Guck mal, ich habe ein neues T-Shirt. Toll, woher denn? Von Amman. Mr. Matur. Ja, nennen Sie mich nicht Schatz. Nenn mich Amman. Amman. Sag mal A. 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 Fehlt irgendwas? Ja, Salz. Ihr habt alle das gleiche Problem. Oh. Warum verfolgst du mich? Hast du denn nichts zu tun? Was ist das? Euer Restaurant läuft ja wirklich miserabel. So geht das nicht. Oh, gib das her. Das geht dich überhaupt nicht Lass an. Mich mal sehen. Entschuldigung, ich bitte dich. Mein Sohn meint das nicht so. Ja. Er ist ein bisschen... Das reicht jetzt. Naja. Aber Junge, wann willst du denn endlich ein paar Ohrfeigen wirken bei Kindern manchmal Wunder. Namaste, Mrs. Lachuchi. Freut mich sehr. Hallo, Lachuchi. Freue mich sehr. Das Rosa steht dir ausgezeichnet. Das Blau ist auch recht nett. Monsieur Blau, Madame Rosa, es ist angerichtet, wenn ich bitten dürfte. Das ist ja indische Küche, aber Jenny kann nicht indisch kochen. Amman hat mir dabei geholfen. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Koch. Oder zum neuen Schwiegersohn. Dann war ich bereits die Nummer zwei der Gang. Ich habe mein Revier in ganz Bombay gehabt und dann ist die Familie in die Staaten rüber. Geil, was? Ah, ist echt cool, mein Alter. Noch ein Hähnchen? Hat Naina gebrutzelt. Naina? Wer ist das? Da, die Brillenschlange. Da! Wer lebt noch da? Bei euch zu Hause. Oh, da leben nur Mama, meine Wenigkeit und Boss. Der Boss ist wohl ihr Vater. Hm, Boss ist ein Hund. Spricht man so vom Vater? Pirat. Pilot. Videopirat. Die Piraterie soll lange leben. Sie sind kriminell. Studierte Klugscheißerin. Oh. Unsinn, ich bin doch kein Verbrecher. Nicht doch. Bitte, ist das nicht sehr gefährlich? Was heißt gefährlich, wenn man die Brüder hat? Ich meine die Mama. Sie haben Geschwister. Ich habe vier, also einer ist schon da oben. Ach so, auch ein Pilot, ja. Einer da oben bedeutet... Ach, verstehe schon, das tut mir aber leid. Wie traurig. Nehmen Sie die Hand weg, das nervt mich. Ja. Hey, was gibt's denn so zu schreien? Ja. Hey, Oma. Ja, dich meine ich, alte Schachtel. Hör mal, bei unserem Geschäft springt für mich nichts raus. Weil diese Klugscheißerin da mich dauernd so blöd anglotzt, dass mir alles andere vergeht. Du bist Sweet Too. Wer denn sonst? Nein, ich glaube, dass ich im falschen Haus bin. Ich wollte Naina besuchen. Hab Verständnis. Bitte entschuldige mich. Bleib hier. Ich mache eine Fliege. Und wenn du irgendwann mal ein Video brauchst, dann weißt du ja, an wen du dich wenden kannst. Ihr anderen auch. Geh nicht. Bitte bleib. Sofort loslassen. Bitte bleib. Verdammt nochmal, lass mich sofort gehen. Bitte. Bis bald! Hey, du schon wieder? Du hast mir doch erzählt, wir sind alle völlig durchgelaufen. Taxi! Ich ruf dich später an! Ja, ich ruf dich später auch noch an! Fahr los! 29? Ja, das sind wir! Fahr los, weg hier! Los, weg hier! Schnell rein und weg! Das wird wieder gut. Wenn du nicht schleunigst, ein bisschen abnimmst, dann findest du überhaupt keinen Mann. Dann versuche ich das ständig. Ja, das sehe ich. Wahnsinn! Ist der nicht süß? Was, den findest du süß? Du findest ja nie jemanden süß. Ist nicht wahr. So kann ich aber nichts verstehen. Unmöglich. Was, du hast uns belauscht? So kann man das auch wieder nicht sagen. Aber ich hab's versucht, aber ihr sprecht ja viel zu leise. Na komm, hopp, hopp, schieb deinen Hintern rüber. Hopp. Darf ich mich vorstellen, Fräulein Miesepeters neuer Nachbar. Hi, Fräulein Miesepeters alte Nachbarin, Sweet Too. Oh, Sweet Too, wie süß, wie süß. Hör auf, wir unterhalten uns gerade. Hör auf, jetzt unterhalten wir uns. Also, Sweet Too, wenn ein Mann dich nur wegen deiner Figur liebt... Dann ist er blöd. Dann ist er blöd, hör nicht auf sie. Es kommt doch vielmehr auf deine inneren Werte an. Du hast recht. Einmal recht, immer recht. Aber Spaß beiseite, siehst du jemanden, der dir gefallen könnte? Der da. Ja, der ist süß, ich verstehe dich. Randel heißt der Typ? Du kennst ihn wohl. Nicht direkt, aber er sieht so aus. Randel! Hey! Randel! Meinst du mich? Ja, ich meine genau dich, Randel. Mein Name ist Frankie. Ah, Frankie Rundale. Stell dir vor, meine süße Freundin hier will mich deinetwegen verlassen. Sie findet dich heiß, sie findet dich so cool, so sexy. Vor allem, wie du die Haare trägst. Wow, abgefahren. Hör mal, ich bin zwar nur ein einfacher 0815-Typ, aber ich hab doch auch innere Werte, glaub mir. Und wegen so einer ausgelutschten Mango-Wiss. Was ist? Entschuldige, Randell. Ah. Würde ich dich etwa wegen dieser intellektuellen Brillschlange hier verlassen? Du hast wahnsinniges Schwein, Randell.
Geh's, Vito. Geh und werde glücklich mit diesem hergelaufenen. Was soll ich bloß meiner Mutter sagen? Kommt er? Kommt er endlich wieder? Ich bin Frankie. Hi, ich bin Chastrit. Gesundheit, Babe. Sweetu. Sweetu, süßer Name, süßer Name. Ich bin DJ im Nirvana, da ist heute Abend Retro Night. Hört mal, Leute, kommt vorbei und bringt eure Mama damit. Oh! Also Leute, ich zähle auf euch. Bis dann, alles wird gut. Keine Angst, man sieht sich. Bye. Bye. Na Mädels, wie war ich? Super! Unmöglich! Du bist bloß neidisch, weil Sweetu jetzt einen Freund hat und du nicht, Mama. Halt, ich hab einen Freund. Hä? Wen denn? Rohit. Du hast gesagt, dass er nur ein Bekannter ist. Ein Geheimnis behält man für sich und erzählt es nicht jedem. Oh. Aber mir hättest du schon erzählen können. Ach, Sweetu, weine nicht bitte. Wir gehen heute tanzen. Fräulein Miesepeter kommt nicht mit. Natürlich komme ich mit. Wir sind eingeladen und Rohit auch. Ah, amüsiert ihr euch? Ja, klar. Okay, Sweetu, ich muss wieder hoch. Kommst du mit, Babe? Ja, klar. Oh Mann, er nennt mich Babe. Ja. Ich liebe dich. Das sag lieber ihm. Erzählt doch mal, wo habt ihr euch kennengelernt? Im Park. Im Park? Im Park? Na, ich hab immer gedacht, ihr macht zusammen einen Abendkurs. Nein. Das stimmt auch. Trotzdem haben wir uns da kennengelernt. Im Park lernt man viele Leute kennen. Was habt ihr da gemacht, ist eher die Frage. Eine sehr gute Frage. Ich musste da mit meinem kleinen Hund Gassi gehen und sie musste auch mit ihrem Hund Gassi gehen. Ah, das ist schräg. Wo Nena doch gar keinen Hund hat. Nein. Doch. Nein. Weil ich damals immer den Hund meiner Nachbarn ausgeführt habe. Wird immer verrückter. Weil ich doch dein Nachbar bin und ich habe keinen Hund. Nena, du vergessliches, süßes Ding, du Dummerchen. Sie führt natürlich immer meinen Hund im Park spazieren. Roy, vergessliches kleines Dummerchen. Wenn sie deinen Hund ausgeführt hat, mit welchem Hund bist du dann spazieren gegangen? Ich habe nämlich zwei Hunde. Eigentlich habe ich ganz, ganz viele Hunde. Und an manchen Tagen sehe ich selbst wie ein Hund aus. Dann haben wir uns bei einer Freundin wieder gesehen. Hm? Bei wem habt ihr euch wieder gesehen? Gita. Gita? Hi. Gita mit den nervigen Hosenscheiß. Oder? Hallo, Gita. Hi. Hey, Rohit, was machst du denn hier? Hast du mir nicht erzählt, dass du mit deiner Familie verabredet bist? Ja. Das ist meine Mama und das mein Papa. Was für ein Witzbold. Gita, meine Kleine. Schön, dass wir uns mal kennenlernen. Sie beiden haben mir erzählt, dass sie sich bei dir kennengelernt haben. Bei mir kennengelernt? Was? Entschuldige bitte, du bist nicht diese unmögliche Gita mit ihren nervigen Hosenscheißern? Sag mal, spinnst du, nervige Hosenscheißer? Das sind Engel. Sie hat kleine Engel. Hör auf zu lügen, ich sehe ja klar, du hast schon eine Freundin. Wieso, habe ich eine Freundin? Sie ist nicht meine Freundin. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Tut mir leid, ich stehe jetzt. Mach's gut, es war schön mit dir. Mach's gut. Jetzt ist alles aus. Rohit, ich bin verwirrt. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Du hast es gewusst. Du hast gewusst, dass Rohit nicht mein richtiger Freund ist und spielst uns dieses Theater vor. Wer spielt Theater? Du spielst Theater. Ja, du. Aber nur, weil du gesagt hast, dass ich lächeln soll. Ich bin ja so fröhlich. Hi, habe ich nie gesagt. Oh, bitte halt doch den Mund. Was heißt denn das? Die Leute singen und tanzen und besaufen sich. Prima. Soll das Leben sein? Das will ich aber nicht. Weil du es nicht bringst, weil du langweilig bist. Ja, du bist echt eine Spaßbremse. Sag mal, läuft da was mit Gita? Oh, sie ist wahnsinnig heiß. Und die Hosenscheiße sind wirklich nicht von dir? Was nicht?